ab auf die Frankfurter Buchmesse. Hallo. Ich filme gerade mit meinem Handy, deswegen weiß ich nicht, wie der Ton sein wird. Es ist Samstag, der 23. Oktober und ich bin jetzt gerade auf dem Weg von der Jugendherberge zur Messe und ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie ich zur Messe komme. Ich hoffe, ich komme einfach irgendwie dorthin. So, von den letzten zwei Tagen erzähle ich dann heute Abend im Hotel und ich jetzt. Jedenfalls heute, ich bin todesnervös, weil ich werde heute planmäßig sehr viele Leute treffen. Ich bin wirklich so nervös, weil das sind Leute wie Beryl oder Izzy oder Michelle oder Julia Tippel. Ich bin sehr nervös. Aber als allererstes gehe ich jetzt eben auf die Messe. Ich gebe meinen Koffer ab und dann treffe ich mich mit Joanne und dann gucken wir weiter. Es ist jetzt, glaube ich, 9 Uhr oder so und ich bin auf der Messe. Und es ist ein bisschen ein Wunder, dass ich es geschafft habe, weil natürlich habe ich mich verlaufen. Aber ich bin jetzt hier. Ich bin immer noch heftigst nervös. Und ich warte jetzt gerade auf Joanne. Sie ist noch, ich glaube, im Bus. Und dann, ich habe meinen Plan hier. Ich glaube, dann gehen wir zu Beryl. Und ja, ich warte jetzt auf sie und ich freue mich so auf diesen Tag. Warte, ich habe das Wort vergessen. Messepartnerin in Crime ist da. Also wir sind jetzt gerade in Halle 3 und wir waren gerade bei Beryl. Wie war's? Oh mein Gott. Das fasst es sehr gut zusammen. Du bist nicht im Bild! Ach so, ich weiß es darüber. Also warte, wie war's? Es war super. Ja. Vielen Dank. Und jetzt laufen wir noch ein bisschen rum und dann geht's zu Michelle. Ja. Wo ist sie? Da hinten. Oh mein Gott, ich sterbe. Okay, wir gehen jetzt zu Julia Tippel. Wir treffen sie jetzt persönlich. Hier vorne 100 Meter entfernt. Und ich sterbe. Sind wir aufgeregt? Wir sind absolut aufgeregt. Oh mein Gott, okay. Wie fühlen wir uns nach Julia Tippel? Julia, falls du das siehst, vielen Dank nochmal. Du bist mega genial. Du bist so eine liebe Frau, wirklich. Ehrlich. Oh! Oh! Ja, ich filme immer noch. Ach so! Hallo! Es
ist mittlerweile 5 vor 10 Uhr abends und man sieht es zwar, glaube ich, nicht mehr, aber ich bin vor ein paar Stunden ins Hotelzimmer gekommen und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund hatte ich so krass das Bedürfnis zu heulen, einfach weil es heute so schön war und ja, irgendwie hat das nicht mehr aufgehört. Ja, ich glaube, das sagt einiges über den heutigen Tag aus. Bevor ich aber über den heutigen Tag rede, habe ich mich überhaupt schon mal so richtig gemeldet? Also, dass ich auf der Frankfurter Buchmesse bin. Also, am Donnerstag bin ich hierher gefahren mit der Schulklasse. Da waren wir nur knapp 2 Stunden auf der Messe. Deswegen, ich glaube, an dem Tag habe ich gar nicht gefilmt. Jedenfalls, da hatte ich einen Termin beim Piper Verlag und wir konnten einfach Fragen stellen und das war mega interessant. Und dann am Freitag bin ich zum einen auf die Signierstunde von Kira Groh gegangen und habe mir das Buch signieren lassen. Und sie ist einfach so mega sympathisch und ich stand vor Kira Groh, die Anna und Finn und Jonas und Polly und Anouk und Kaya schaffen hat. Und das war einfach so, das war einfach so toll. Und irgendwie, ich habe es einfach so vermisst, dieses Buchmessegefühl. Ich habe dieses Buchmessegefühl so vermisst, weil die Frankfurter Buchmesse 2019 war die letzte Buchmesse, auf der ich war. Und das war jetzt so die erste seit 3 Jahren. Und ich habe es einfach so vermisst. Es kann daran liegen, dass ich heute im Hotelzimmer geheult habe vor Freude, weil ich seit 3 Jahren auf keiner Buchmesse mehr war. Ich hab keine Ahnung. Jedenfalls, ich war bei Kira Groh und es war so schön. Und dann war ich auch noch auf der Signierstunde von Katharina Wolf und Ina Taus. Und ich habe das Buch mitgenommen, mit dem meine Liebe für ihre Bücher angefangen hat. Und sie haben mir das Buch signiert. Die beiden sind auch einfach so dermaßen nett und sympathisch und einfach wunderbar. Und ich hab's. Und dann heute, Samstag. Ich bin von der Jugendherberge direkt zur Messe gegangen und dort habe ich mich dann eben als allererstes mit Joanne getroffen. Mit ihr habe ich auch den ganzen Tag verbracht und so und mein Messebody, nein, doch, mein Messebody in Crime, habe ich das jetzt richtig gesagt? Mein Gehirn ist langsam, nein, nicht langsam, mein Gehirn ist schon lange ein bisschen matsch, weil es war einfach so viel. Aber mein Messebody in Crime und ja, als allererstes habe ich mich mit ihr getroffen. Und dann sind wir zu Vere gegangen und ich habe mir Schattenthron Band 1 signieren lassen. Da ist es. Und es war einfach so krass, sie mal live zu sehen, weil ich habe sie halt immer so auf Instagram gesehen und Audios von ihr auf WhatsApp gehört und so. Aber sie einfach so dann wirklich so live zu sehen, war einfach so... Das war so schön und toll und Beryl ist auch einfach so sympathisch und wunderbar und toll und ja, ich habe es sehr geliebt, sie endlich mal live zu treffen. Und dann habe ich Issy getroffen und ich habe sie gesehen und ich habe die ganze Zeit so die Kamera vor mir. Ich habe mir die Kamera über die Schultern geworfen und sie einfach mal so richtig geknuddelt, weil sie ist diejenige, die dieses geniale Buch geschrieben hat, das ich Test gelesen habe. Sie hat das geniale Buch geschrieben, das ich Test gelesen habe, / Test lese und ja, ich habe sie getroffen und es war einfach so toll, weil sie ist... Es ist einfach wunderbar und es war mega toll, sie zu treffen, mit ihr zu reden und so und es war mega schön. Und dann sind wir zur Signierstunde von Michelle gegangen und ich habe mir das Buch signieren lassen. Es war extrem voll und irgendwie sind wir fast nicht zum Stand durchgekommen, aber wir haben es dann doch irgendwie geschafft und es war auch das erste Mal, dass ich Michelle so getroffen habe, nachdem wir halt so viel miteinander geschrieben haben und es war einfach toll, weil Michelle ist toll. Und einfach so Lydia und Vincent von ihr live signieren zu lassen und sie live zu sehen und so. Das war mega toll. Und dann der Moment, in dem ich fast gestorben bin. Weil dann war 2 Uhr und dann war mein persönliches Meet and Greet mit Julia Dippel, weil ich habe die Kasadim Challenge, das war letztes Jahr, oder? Ja, das war letztes Jahr gewonnen und da hat man ja ein Meet and Greet mit ihr gewonnen. Und das war heute. Und ich war wirklich einfach nur noch, ich war ein nervliches Wrack, bevor wir dorthin gegangen sind, auch währenddem. Ich war ein nervliches Wrack, weil ich saß vor Julia Dippel und habe mit ihr geredet. Ja,
ich habe mit Julia Dippel geredet und ich habe es geliebt. Und Julia Dippel ist irgendwie einfach so, ich weiß nicht, sie hat mit ihren Büchern einfach so ein zweites Zuhause für mich erschaffen. Und ihre Bücher sind einfach etwas Besonderes für mich. Und sie zu treffen und mit ihr zu reden, es ist einfach so surreal. Es ist so surreal, weil dieses Meet and Greet ging eine Stunde. Julia Dippel ist einfach so eine unglaublich sympathische, wunderbare und geniale Frau. Und ich könnte ihr stundenlang zuhören. Es war einfach so dermaßen krass, sie zu treffen. Ich habe es irgendwie immer noch nicht ganz realisiert, dass es wirklich passiert ist. Und ich kann das Gefühl, das ich vorher gehabt habe, vor diesem Treffen gar nicht beschreiben. Weil irgendwie war es so, ich war mega gespannt, ich habe mich mega gefreut und gleichzeitig wollte ich einfach nur wegrennen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich total bescheuert angestellt. Aber Julia Dippel ist halt einfach genial und... Und sie hat dann auch noch Kasadin 3 signiert. Es fokussiert mein Gesicht. Fokussiert das Buch! Okay, es will nicht. Es will nicht. Sie hat jedenfalls Kasadin 3 signiert und... ja, das war so einer der Momente. Und dann sind wir, glaube ich, einfach nur noch auf der Messe rumgelaufen. Es war extrem voll. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel Material ich habe. Also wie viel ich gefilmt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts gefilmt. Und auch einfach all die Leute, die uns angesprochen haben. Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute uns ansprechen. Und ich habe mich über jede einzelne Person so gefreut. Und es ist einfach irgendwie so... Es ist irgendwie so... unwirklich, die Leute zu treffen, die meine Videos gucken, die unsere Stories gucken und so. Und es ist einfach so wunderschön. Es ist einfach so schön, die Leute zu treffen. Und ich hatte heute wirklich gefühlt einfach ein Dauergrinsen im Gesicht, weil es hat mich so glücklich gemacht. Also danke an jede einzelne Person, die uns angesprochen hat, weil es hat mich wirklich glücklich gemacht. Ich finde es einfach jedes Mal so krass, wenn ich angesprochen werde und all diese Leute sind... einer der Gründe, warum ich heute vor Glück geheult habe. Und ja, das war mein Samstag-Messetag. Und falls ihr den Film Alles steht Kopf kennt, ich weiß nicht mehr genau, wie die Erinnerungen genannt werden, aber es gibt da ja so diese Kernerinnerungen. Also dieser Tag ist einer davon. Und jetzt habe ich gerade noch die Aufgabe, dieses Chaos hier irgendwie zu beseitigen. Also ich muss meinen Koffer umpacken, damit es morgen funktioniert. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Videos gucken und dann gehe ich irgendwann schlafen. Unhinged, but also like nostalgic, but also mostly unhinged. You won't die tonight! But that's my brand at this point. I mean, y'all ain't watching me because I'm mentally stable. Guten Morgen, es ist jetzt 8:15 und ich habe alles gepackt, glaube ich. Und jetzt werde ich kurz frühstücken gehen und dann geht's ab zum letzten Messetag. Heute wird ein bisschen kürzerer Tag, weil ich mache mich so ungefähr um 13:30 auf den Weg zum Bahnhof. Und heute habe ich auch nicht wirklich einen Plan. Das Einzige ist Sebastian Fitzek um 10 Uhr, aber nicht für mich, sondern für eine Schulkollegin. Und sonst werde ich einfach noch auf der Messe herumlaufen, ein bisschen die Stände angucken und um 13:30 geht's dann auf den Zug und dann ist die erste Buchmesse seit 3 Jahren schon vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns auf der Messe wieder und ja, bis später. Also meine Lieben,
liebsten Menschen. Ich rede ja immer so viel und erzähle so viel von Sarah. Das ist Sarah. Hallo Sarah!